Nächster Redner ist August Möginger von der ÖVP. Es muss wirklich ein gutes Gesetz sein, wenn auch von den Grünen die einzelnen Punkte positiv bewertet werden. Danke, Frau Kollegin Schatz. Ich teile diese Meinung, nur bei den Lücken sind wir uns nicht ganz einig. Aber es ist schon richtig, es ist ein Prozess. Wir haben ja jetzt hier mittlerweile die dritte Novelle zum Lohn- und Sozialdumpinggesetz. Aber ganz offen gesagt, erstens, es ist kein Kavaliersdelikt. Zweitens, man kommt natürlich auch immer wieder aus der Praxis heraus auf einzelne Punkte drauf, wo man sagt, hier muss oder hier sollte noch etwas geändert werden. Nämlich insgesamt als Überschrift steht die wirksame Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping und auch die Sicherstellung eines fairen Wettbewerbs für die heimischen Unternehmen, insbesondere für die klein- und mittelständische Wirtschaft. Kontrolle und Strafen dort, wo Lohndumping gegen fairen Wettbewerb betrieben wird, und möglichst keine Schikanen für ordentlich wirtschaftende Betriebe. Das ist uns auch ein großes Anliegen, weil jeder weiß, dort, wo Kontrollen dann stattfinden, soll man nicht unnötig hier mit Bürokratie und auch mit Zeitmanagement belastet werden, wenn diese Kontrollen letzten Endes dann auch stattfinden werden. Rechtssicherheit ist auch gegeben durch einen Erlass, was die Bagatellgrenze von 10% anbelangt, nämlich nach dem Prinzip Beratung statt Strafe. Ein weiterer Punkt sind bürokratische Erleichterungen für grenzüberschreitend tätige Konzerne, zum Beispiel die freie Zirkulation von Arbeitnehmern im Bereich sozusagen der Forschung und Entwicklung, wenn diese Konzerne international tätig sind. Maßnahmen zur Einhaltung der österreichischen arbeits- und sozialrechtlichen Standards und um Strafen insbesondere bei Unternehmen ohne Sitz in Österreich besser durchsetzen zu können. Gleicher Lohn plus Sonderzahlungen, Urlaubszuschläge, also Urlaub und Zuschläge laut Kollektivvertrag auch für entsendende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Auftraggeberhaftung für Lohnansprüche bei grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmern. Damit sollen Auftraggeber dazu bewegt werden, seriöse Unternehmen auszuwählen. Und wir haben diesbezüglich auch eine Ausschussfeststellung im Sozialausschuss beschlossen, dass ein Erstauftraggeber, egal ob es eine private Person ist oder ob es ein Unternehmen ist, nicht als Auftraggeber sozusagen haftet, wenn ein befugtes Unternehmen im Inland beauftragt wurde und es sich nicht um ein bewusstes Umgehungsgeschäft behandelt. Das heißt, wenn es sozusagen in einer Kette funktioniert und ich beauftrage ein inländisches Unternehmen und ich bin davon nicht in Kenntnis gesetzt, dass hier bewusst sozusagen ein Subunternehmer gewählt wird, der Lohndumping betreibt, dann bin ich hier nicht in der Haftungskette und sozusagen nicht davon betroffen. Das war uns wichtig. Das ist ein wenig kompliziert formuliert im Gesetzestext, ich formuliere es so, und ich glaube, wir haben das ganz gut dargestellt mit dieser Ausschussfeststellung. Insgesamt kann ich festhalten, es sind wesentliche Verbesserungen, vor allem auch, was den Wettbewerb anbelangt, auch gegenüber der heimischen Wirtschaft, Erleichterungen im bürokratischen Bereich und eine bessere Vollziehbarkeit wird damit auch gewährleistet. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der, also findet natürlich unsere Zustimmung, möchte noch einen Punkt ansprechen, der nicht auf der Tagesordnung steht, weil wir diese Anträge zwar behandelt, aber vertagt haben, weil laufende Verhandlungen zu diesem Bereich stattfinden. Wir haben 11 Tagesordnungspunkte zum Bereich der bedarfsorientierten Mindestsicherung auf der Tagesordnung gehabt. Und ich möchte abschließend ein paar Sätze dazu sagen. Erstens, es war eine sehr sachliche Diskussion, die stattgefunden hat, bei sicherlich einem Thema, das auch Emotionen hervorruft. Und dafür möchte ich allen Fraktionen einmal danken. Zum Zweiten, glaube ich, gibt es schon Übereinstimmung bei einigen Punkten, vor allem was die Daten anbelangt, die Datensituation, dass es nicht sein kann, dass wir 10 Monate warten müssen, dass wir überhaupt einmal wissen, wie viele Mindestsicherungsbezieher hat es im Vorjahr sozusagen gegeben. Der zweite Punkt, eine verstärkte Umstellung auf Sachleistungen in diesem Bereich, damit die Gelder auch treffsicher eingesetzt werden, ist sicherlich auch ein Punkt, der viele hierherinnen auch eint. Der dritte Bereich, dieser Wiedereinsteigerbonus, dass wir jene Menschen unterstützen, die zurück in den Job wollen, weil wir immer, auch gerade von der ÖVP gesagt haben, bei der Einführung der Mindestsicherung, es kann keine Hängematte sein, es kann keine Dauereinrichtung sein, sondern wir müssen den Menschen helfen, damit sie zurück ins Erwerbsleben kommen. Und dann gibt es Punkte, die uns sicherlich trennen oder wo wir noch diskutieren.
Zum einen der Bereich der Deckelung. Und ich möchte darauf verweisen, dass es seit gestern auch vom Arbeits- und Sozialrechtsexperten Professor Dr. Matzal eine Expertise gibt, dass eine Deckelung beim Geldbetrag möglich ist. Ja? Wir haben ja vorgeschlagen, diese 1500 Euro, ja, weil es hier natürlich unterschiedliche Auffassungen gibt. Und ich weiß, dass es nicht auf der Tagesordnung ist, aber es war ein wesentlicher Bereich des Sozialausschusses. Ich möchte das nur ansprechen, weil es aktuell ist, weil das gestern erst vorgestellt wurde. Und ich glaube, man sollte sich dieses Thema schon noch einmal auch ansehen. Herr Minister, das ist meine Bitte an Sie, dass wir gemeinsam versuchen, eine Lösung zustande zu bringen, auch bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung, damit wir jenen Menschen das geben können, die es brauchen für eine gewisse Zeit, aber damit auch die Balance zwischen erwerbstätigen Menschen und jenen, die auf eine Mindestsicherung angewiesen sind, damit diese Balance auch weiterhin gewährleistet ist. Das ist unsere Forderung und unsere Bitte in diesem Bereich. Kontrolle und Strafen dort, wo Lohndumping betrieben wird, fordert August Wöginger, Sozialsprecher der ÖVP. Er begrüßt das neue Gesetz, denn es bringe wesentliche Verbesserungen für die heimische Wirtschaft.